Am 10. August 1914 schreibt der 35 Jahre alte Hauptmann Heinrich von Heldorf an seine Frau. Es ist eine herrliche Reise. Wunderbares Wetter. Wir sitzen lange Strecken auf den Maschinengewehren, die auf offenem Wagen stehen. Wie einer sagte, man sieht nochmal alles, was man verteidigen soll. Unendliche Mengen von guten Dingen auf den Verpflegungsstationen. Enorme Begeisterung überall. Wenn du noch dabei wärst, wäre es die schönste Reise, die ich je gemacht habe. Am 12. August 1914 erreicht Heldorfs Einheit Malmedy, einer von 550 Eisenbahnzügen, die täglich über die Rheinbrücken nach Westen rollen. Alle 10 Minuten fährt ein deutscher Truppentransport über die gerade eingeweihte Hohenzollernbrücke. Wundervoll war die Fahrt über den Rhein bei Köln. Auf den Maschinengewehren sitzend fuhren wir über die schöne neue Brücke, gerade auf den Dom zu. Die Regimentsmusik spielte die Wacht am Rhein. Auch die Fahrt durch die Eifel war schön. 3 Monate später ist Heinrich von Heldorf tot. Der Hauptmann fällt am 11. November 1914 in Flandern.